Weißt du, was in Thailand bei den meisten das größte Problem ist? Die Verständigung. Und heute habe ich mal was für euch, was wahrscheinlich einem Großteil, wenn nicht sogar allen hier, die die nötigen finanziellen Mittel haben, um sich so ein Teil zu kaufen, das Leben massivst erleichtern wird. Hallo Leute, da ist wieder Mario aus dem wunderschönen Thailand. Und ich habe mich gestern mit einem Zuschauer getroffen. Und der Zuschauer hatte was dabei, was ich schon länger kenne, also beziehungsweise ich habe schon oft davon gehört, habe auch mal eins dieser Geräte zu Gesicht bekommen, aber selber nie wirklich groß über einen längeren Zeitraum getestet. Und es handelt sich dabei um so ein Übersetzungsgerät. So, ja, man spricht auf zum Beispiel seine Sprache Deutsch, was auf dieses Gerät und dieses Gerät übersetzt dann in die jeweilige Landessprache, die man vorgängig ausgewählt hat. Ja, diese Geräte, da gibt es ja einige verschiedene Hersteller und viele von uns nutzen ja ab und zu auch Google Translate, obwohl ich glaube, das ist mittlerweile jedem bekannt, dass Google Translate ziemlich schlecht ist, wenn man so Deutsch-Thailändisch oder umgekehrt übersetzen will. Und dementsprechend bin ich auch immer davon ausgegangen, dass es eigentlich gar nichts Besseres gibt, weil ja Google, einer der größten Konzerne auf dieser Welt mit Artificial Intelligence, Übersetzung, die nehmen ja wirklich teilweise alles auf. Also man geht eigentlich davon aus, dass die besten Systeme haben, aber weit, weit daneben. Denn eines dieser Geräte, die ich eben gestern oder welches ich gestern getestet habe, das eben ein Zuschauer mitgebracht hat, den ich getroffen habe, das war wirklich absolute Weltklasse. Und um was für ein Gerät handelt es sich? Noch kurz vorneweg, es ist keine Werbung, ich kriege auch nichts dafür. Ich weiß nicht mal genau, wo man es kauft. Aber ich habe mal ein bisschen recherchiert. Bei Amazon kriegt man es nicht. Also ich habe es hier nicht gefunden. Ich habe sogar bei Amazon Deutschland geschaut. Aber die haben natürlich eine Internetseite, wo man es bestellen kann. Ich nehme mal an, das kommt aus den USA. Und das Gerät heißt Travis. Wenn ihr es kennt, schreibt es mal unten in die Videobeschreibung und eure Erfahrungen. Ich blende da noch ein Foto ein, wie das ausschaut. Und auch noch die Internetseite, wo man dieses Gerät findet. Ja, wie gesagt, ich habe das gestern getestet und also alles, was ich auf Thailändisch gesagt habe, wurde eins zu eins ins Deutsche übersetzt. Korrekt. Und hey, du kannst lange Sätze machen. Ich habe wirklich sehr lange Sätze gemacht auf Thailändisch mit meinem gebrochenen Thailändisch und das Gerät hat es wirklich korrekt übersetzt. Und auch Thailänder und so ist klar, wenn die irgendwas sagen, kannst das Gerät hinhalten, es wird auf Deutsch übersetzt und umgekehrt genau dasselbe. Keine Ahnung, wie das Gerät das macht. Es ist tausendmal um Welten besser als Google Translate oder was es da alles von Google gibt. Also ich weiß nicht, wie die das hinkriegen, dass das so extrem gut ist. Und das Spezielle ist, das ist nicht nur Deutsch-Thailändisch, das geht mit über 150 Sprachen. Der Zuschauer, der hier war, der war vor kurzem in Afrika und hat dort das Gerät auch dabei gehabt. Und dort haben sie Swahili, ich glaube, das ist richtig ausgesprochen, ne? Swahili gesprochen. Und das Gerät hat einwandfrei Swahili, oder wie man das ausspricht, übersetzt ins Deutsche und umgekehrt. Ja, das Ganze hat einen kleinen Haken, aber es ist wirklich wert. Das Teil ist ziemlich teuer. Das kostet über 200 Euro, wenn ich richtig geschaut habe. Also beim Hersteller ist es, oder ist es in Dollar, ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube auch in Euro, es ist über 200 Euro das Teil. Ist so, ja, ihr habt es ja gesehen auf dem Foto, so groß wie, ja, halb so groß wie ein Handy oder so wie ein altes Handy, da die alten Nokia-Handy, die kleinen da. Und es läuft mit einer SIM-Karte, das ist auch ganz wichtig. Also wenn ihr das Gerät kaufen wollt, ihr müsst dort eine SIM-Karte reinmachen, es läuft also über Internet. Ohne Internet wird es nicht funktionieren, was halt auch wieder ein Rätsel ist, weil ich einfach nicht wirklich genau weiß, wie das Gerät das anstellt. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt gestern, das sitzt
irgendwo einer am anderen Ende in einer Telefonzentrale oder so. Und wenn du was sagst, hört der mit und übersetzt gerade. Weil anders kann ich mir das irgendwie nicht vorstellen. Aber eben, ich bin auch gespannt, was diejenigen reinschreiben, die das Gerät vielleicht schon kennen. Ich weiß, dass in Thailand schon der eine oder andere das hat. Und eins kann ich euch sagen, wenn man so ein Teil hat, wird man hier garantiert keine Missverständnisse mehr haben mit seiner Partnerin oder seinem Partner. Denn ich glaube, das ist für viele von euch die Lösung für sämtliche Kommunikationsprobleme hier in Thailand. Und das sind nicht wenige. Ja, das wollte ich euch einfach mal kurz sagen, weil ich finde, das ist wirklich was ihr euch mal anschauen solltet. Ist ja auch bald Weihnachtszeit, vielleicht kann man ja dem einen oder anderen was schenken. Ja, dann noch kurz was hier, wenn wir gerade zu Hause sind. Ich habe gestern mal wieder Rasen gemäht und hier ein bisschen Platz gemacht für den Swimmingpool da. Nee, Spaß, leider sind mir da zwei Bäume abgestorben vom vielen Regen. Zwei Bäume, die ja halt eher so das trockene Wetter mögen, aber ist auch nicht schlecht, weil durch das, dass ich die jetzt hier entfernt habe, habe ich hier ein gutes Plätzchen, wo ein Swimmingpool eigentlich genau hinpassen würde. Und die Lage wäre eigentlich auch ideal, so ein bisschen neben dem Haus, etwas entfernt von der Front, von der Straße. Und gerade ich mit, ja, nee, keine großen Laubbäume in der Nähe. Ich denke, das werde ich mir hier freilassen für in Zukunft. Und ja, irgendwann, wenn ich dann hoffentlich mal wieder etwas sparen konnte, dann bauen wir hier einen Pool. Irgendein kleiner Pool, so 4 auf 4 Meter sollte gehen. Ja, gut, wenn ich da vielleicht sogar auch 4 auf 8 Meter, wenn da vorne das eine Bäumchen da noch weicht. Mal gucken. Ja, aber ist eher mal so für die Zukunft. Dann habe ich in einem der letzten Videos ja noch erwähnt, dass ich wieder Elefantenohr bestellt habe. Das ist ja so eine meiner Lieblingspflanzen. Aktuell bin ich ja ziemlich fleißig dran. Die Dinger sind sogar noch relativ groß. 3 Bestellungen habe ich aufgegeben. Und 2 von 2 Lieferanten waren die wirklich gut. Also die kamen so, wie ihr es da sehen könnt. Preis war für dieses da 3 Euro. Kannst echt nichts sagen. Und die kommen auch bis jetzt, ja, eigentlich fast alle, die ich bei Lazada bestellt habe. Aber falls jemand von euch bei Lazada so Jungpflanzen bestellt, müsst ihr extrem vorsichtig sein. Ich habe da oftmals schon in die Toilette gegriffen, weil, ja, ich kann es euch schnell zeigen, die 2 da, die kamen auch, das gilt als 2 Pflänzchen. Die kamen mit derselben Lieferung wie die ich euch gerade gezeigt habe. Also das ist ein Elefantenohr und das ist ein Elefantenohr. Das waren 2 Stück. 3 Euro plus 3 Euro, 6 Euro. Und dann hinten, wie vorher gezeigt, das große, gell? Also ja, was willst du eigentlich? Keine Ahnung, was der gedacht hat, als der die verpackt hat. Aber das ist halt hier manchmal ein bisschen Hit and Miss in Thailand, wenn du online bestellst. Da habe ich auch, warte mal, da vorne, oder habe ich da noch welche? Doch, die, die waren auch sehr günstig. Diese da, die wären dann auch ziemlich groß, die habe ich sogar für 1 Euro bekommen. Also muss sagen, ab und zu gibt es da tatsächlich auch in Thailand im Internet noch das eine oder andere Schnäppchen, und da vorne sieht man ja auch, dort habe ich auch eingepflanzt. Das ist auch so ein 3 Euro Ding. Ja, mal gucken. Und der andere, oh, der wird auch immer größer. Ja, wenn es noch ein bisschen so weiter regnet, ist eigentlich nicht mal so schlecht. Letzte Nacht auch ganz leicht noch Regen gehabt wieder. Und der kommt eigentlich auch gut. Jetzt wächst er relativ schnell da. Das ist schön. Die werden ja dann mal wirklich extrem groß. Ja, schau, da klettert gerade eine Raupe drauf. Das ist wieder das Problem, was jetzt beginnt. Überall wieder Ungeziefer. Hier auch, da fressen sie mir die ganzen Blätter weg. Da. Das ist teilweise echt nervig. Ja, jetzt wo der Regen weg ist, merkt man es halt, gell? Wenn es so heftig geregnet hat, hat es die ganzen Insekten weggespült. Da war nichts auf den Blättern, aber jetzt kaum ist es wieder
etwas ruhiger mit Regen, dann kommt natürlich wieder alles. Ja, das ist immer auch doof, wenn du zuschauen musst, wie die dir die halben Bäume komplett leer fressen. So viele von den Dingen. Aber ja, was willst du machen? Ist halt Natur. Ja gut, das war so ein kleines Schwärmvideo von diesem Gerät, was ich vorher erzählt habe. Travis heißt's. Und wir sehen uns im nächsten Video, wenn du magst. Bleibt gesund, bis dann. Grüße aus Thailand.